Dieses Format habe ich gewählt, weil ich ja auch schon im vergangenen F1 2021 Liga-Rennformat das Ganze nämlich in Saudi-Arabien getestet habe und da gab es 400 Aufrufe und das ist soweit bei euch auch ganz gut angekommen. Daher habe ich mir gedacht, okay, gut, neue Saison, neuer Split, wenden wir das Ganze auf jeden Fall hier mal an. Warum mache ich das Ganze? Ihr kennt doch sicherlich die Content Creator Grosjean und Dacha44. Die machen das mit der Realität. Und ich mache es mit meinen Liga-Rennen. Das heißt, ich möchte da auf jeden Fall so viel Arbeit wie möglich reinstecken. Dass ich nicht unbedingt an deren Qualität herankomme, das erklärt sich von selber, weil so viel Schnitzgeld habe ich nun wirklich nicht. Aber Fakt ist jedenfalls, nicht mal ich weiß, wann ein Video kommt. Das kann morgen sein, das kann am Wochenende sein, das kann nächste Woche sein oder auch erst nächsten Monat. Nagelt mich bitte darauf nicht fest. Also, wann kommt ein Video, wenn es fertig ist? Wir fahren in Alpinen. Warum fahren wir in Alpinen? Ganz einfach, weil die TV-Cam einfach richtig geil aussieht und vor allen Dingen, weil der Sound richtig geil ist. Grüße gehen dabei raus an Sticky, meinen zukünftigen Teamkollegen, und an Tomahawk, der uns als Renningenieur an diesem Tage nämlich zur Seite stand. Der fährt nämlich auch in MXL, nämlich in der United. Ja, wenn es Fragen gibt, gerne unten in die Kommentare und nun viel Spaß mit der Quali. Okay, let's go. Zieh aber direkt zu. Haut direkt noch einen rein. Haut direkt noch einen rein. Kann ich nicht, ich hab keinen Sprit mehr. Na, wir haben mehr als 3/10 dazu gefehlt. Naja, okay. Okay, Sticky, ganz, ganz viel Erfolg. Holt die maximale Anzahl an Punkten, die ab 15 losgeht. Ja, du auch. Danke. René, du bist doch wahnsinnig, Alter! Ey, sag mal, was ist denn los mit dir? Oh, Sasuke, was ist denn deine Mission? Boah, ich hab einen Vorspann-Soundbug. Oh nein. Versuche ihn irgendwie zu ignorieren. Vorsicht, Tweety in Roger. So. René ist schon auf 8. Ja, aber ey, Softreifen, hallo? Er kennt keine Gnade. Der fährt jetzt wie ein Wahnsinniger. Ach, wirklich? Corey hat den Start gegen Toni verloren. Machen wir erstmal langsam. Wir haben ja die Hartreifen. Wir lassen uns von den anderen Herrschaften einfach ziehen. Genau. Werkst du es raus? Super. In der Box oder steht er auf der Stadtziel? Steht auf der Box, glaube ich. Box. Und bitte, fahr nicht wieder drauf.
Weil man soll, soweit ich weiß, aufgeben, bevor der Boxenstopp absolviert wurde. Ja, hatte ich letztens irgendwo gesagt. In deinem Stream sogar. Vex kommt ohne ABS-Fahren nicht klar und dementsprechend hat er zieht er sich selber zurück. Die KI ist aber rausgefahren. Oh, Sasuke und Lukas kommen sich ein bisschen näher. Alrighty. Nicht kleine Job. Okay, Sasuke hat Lukas, wenn ich das richtig gesehen habe, ein bisschen off-track gepusht. In Roger. Das ist mir scheißegal. Ja, Lukas fällt ziemlich weit zurück. Oh, und da scheppert. Safety Car, Fragezeichen. Das sieht danach aus. Safety Car. Alright. Ja, geil, Lukas ist beim Safety Gun neben mir. Perfekt. Wow, Basti? Alles okay mit dir? Are you sure you're okay? Okay, Tweety hat sich vom am Meer vorbeigemogelt. In der Tat. Okay. Ich wollte gerade sagen, es wird mal Zeit für DRS hier. It's time! Oh, Sasuke! Lukas, mach keine... You shall not pass! Lukas! Oh, das war nicht klug! Oh! Fast Zeit verloren. Also Lukas, ich hab dir Platz gelassen, aber du hättest nicht überholen sollen. Du musst irgendwie vorbei. Speed. I am Speed. Mission failed. We'll get him next time. Fuck. Wild. So, Platz 1 ist meiner. Are you sure about that? Ah, shit. Here we go again. Oh, Sasuke macht mich wahnsinnig, ey. Der tanzt vor meiner Nase rum.
Ja, Basti, 3 Sekunden. Komm, 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 komm. Los, los, los. Oh, René ist raus. No. What? Ja. Und noch ein paar. Das glaube ich nicht. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Achtung, steht Ende Ascari. Mhm. Schade für René, aber damit beende ich auf einem Platz, den ich nicht mehr für möglich gehalten hätte. Ja, meine Damen und Herren, 2 Runden Sprit plus. Ja, 11. Platz. Nope. Gar nicht mal schlecht, wenn man sich bedenkt, was hier für ein Fahrerfeld ist. Und da kommt mein Team in den 13. Schön. Punkte, Punkte, Punkte. Hier, Kopassas, das Podium stimmt nicht. Da war heute am Renntag ein schwarzer Teppich zu sehen. Bitte fixen, danke. Das ist mir scheißegal. Ja, auf Platz 1 haben wir Corey, dann gefolgt von Hunzel, GG Meister und Alex. Auf Platz 3 hätte ich echt nicht geglaubt. Dann Troik. Wahnsinnsleistung, ey, von 12:04. What the fuck, Alter? Dann Maxi, Tipo, Toni, Jan, Barazzo und Tweety in den Top 10. Meine Wenigkeit, Sasuke, Sticky, Lukas, Basti in den Punkten, René, Medre und Werks leider ausgeschieden und keine Punkte.